Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, beim Thema der Woche. Wir blicken auf das spannendste Thema der letzten Tage. Und da hat sich die Deutsche Bank mit ihrer Bilanzvorlage ganz klar einen vorderen Platz gesichert. Die Großbank hatte in der letzten Zeit anscheinend, muss man sagen, ein Abonnement für schlechte Nachrichten. Libor-Skandal, große Razzia wegen des Verdachts der Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Auch im Vorfeld der Zahlenvorlage gab es Gerüchte, die ranken sich allerdings um eine potenzielle Gewinnwarnung. Jetzt sind die Zahlen ja nun seit Donnerstag auf dem Tisch. Und sie sehen nicht wirklich gut aus. Sebastian Schick mit den Einzelheiten. Bereits kurz vor Weihnachten hatte die Deutsche Bank ihren Anteilseignern eine Gewinnwarnung beschert. Auf Verluste war man also eigentlich vorbereitet. Ein Vorsteuerverlust von rund 2,6 Milliarden Euro ist dann allerdings schon harter Tobak für die Deutsche Bank-Aktionäre. Die Konsensschätzungen gingen nur von einem Verlust von knapp 130 Millionen Euro aus. Unterm Strich blieb immer noch ein Verlust von knapp 2,2 Milliarden Euro hängen. Die Sonderbelastungen für Gerichtskosten, Konzernumbau und Portfoliobereinigung bezifferte die Deutsche Bank auf 2,9 Milliarden Euro. Händler sind entsetzt. Während die großen US-Banken im vierten Quartal Milliardengewinne erzielt haben, macht die Deutsche Bank Milliardenverluste. Einziger Pluspunkt, die Dividende bleibt stabil bei 75 Cent. Das könnte den Kurs etwas stützen. Dennoch dürfte die Aktie nach den Zahlen deutlich unter Druck kommen. Die Kernkapitalquote nach Basel III lag lediglich bei 8%. Bis 2015 will die Deutsche Bank hier einen Wert von 10% schaffen. Zuletzt gab es am Markt Gerüchte, dass die Deutsche Bank kurz vor einer Kapitalerhöhung stehe. Diese Befürchtungen könnten mit den vorgelegten Zahlen jetzt noch zunehmen. Einen Ausblick für 2013 ließ die Deutsche Bank auch vermissen. Der kommt erst mit den endgültigen Zahlen am 21. März. Alles keine guten Voraussetzungen, dass die Deutsche Bank-Aktie kurzfristig ihre jüngste Rallye fortführen kann. Ja, wir haben es gerade im Beitrag gehört, die Zahlen sahen jetzt nicht wirklich rosig aus. Man hätte denken können, dass die Aktie daraufhin richtig unter Druck gerät, aber das war dann nicht der Fall. Was ist da passiert? Wir fragen genauer nach bei unserer Korrespondentin an der Frankfurter Börse, bei Franziska Schimke. Franziska, man hätte am Donnerstag eben mit einer verheerenden Performance bei der Deutschen Bank rechnen können, aber die fiel dann quasi aus, oder? Ja, die fiel absolut aus. Ganz im Gegenteil, die Aktie war mit unter den größten Gewinnern am Ende des Tages. 2,9% hat sie nach diesen, ja, man kann fast sagen, grottenschlechten Zahlen letzten Endes zulegen können. Und woran hat es letzten Endes gelegen? Zum einen wollte man die Anleger bei Laune halten, indem man die Dividende stabil hält. Auf der anderen Seite sagen einige eben Experten auch, das ist jetzt im Rahmen des Kulturwandels der neuen Doppelspitze von Jane und Fitch eben auch ein gewisses Reinemachen. Das heißt, alles Schlechte raus und ab jetzt kann man dann wieder richtig aufs Gas drücken und dass es wohl keine Kapitalerhöhung geben wird. Das hat für Erleichterung gesorgt und somit die Aktie Top-Favorit, obwohl es schlechte Zahlen gab von Seiten der Deutschen Bank. Und das ist dann eben auch so ein bisschen Börse, dass es nicht so kommt, wie man immer denkt. Ja, manchmal kommt es eben anders. Wir haben gerade den Jahreschart gesehen. Blicken wir auf den nochmal, schauen wir uns den Verlauf generell an in der letzten Zeit. Denn ich hatte es ja vorhin erwähnt, es gab eine Art Abonnement anscheinend bei der Deutschen Bank für Negativschlagzeilen. Da hatte man ja auch gegen Jahresende 2012 mit einigen zu kämpfen. Wie hat sich das hier bemerkbar gemacht bei der Aktie, generell bei der Stimmung hier für die Aktie auch auf dem Parkett? Ja, das ist eine ganz spannende Angelegenheit, denn nachdem die Doppelspitze Fitch und Jane dann tatsächlich das Ruder übernommen haben bei Europas größter Bank und eben auch Deutschlands Branchenprimus Nummer 1, ging es erst einmal absolut negativ los mit Negativschlagzeilen. Libor-Skandal, Razzia, Steuerhinterziehung, Geldwäsche, das hat natürlich mächtig auf den Aktienkurs gedrückt, aber mit dem Beginn des neuen Jahres scheint da die Stimmung massiv gedreht zu haben. Die Aktie war der beste Performer im ersten Monat im Januar 2013, 16% hat sie gut gemacht. Man scheint hier wirklich diesen Kulturwandel, dieses reine Tischmachen zu glauben, den zwei neuen Vorständen, und scheint jetzt auf das Positive zu setzen. Und genau das ist es auch, was die Experten hier auf dem Parkett sagen. Die Bankenbranche, die ist keine richtige ohne die Deutsche Bank. Es ist die größte Bank in Europa und somit sollte man auch auf sie setzen. Und somit ist es auch absolut gerechtfertigt, dass es jetzt wohl wieder nach oben geht. Nach oben für die Deutsche Bank. Danke, Franziska, nach Frankfurt. Also, kein Kursdesaster, wir haben es gerade noch mal gehört, trotz Horrorzahlen am Donnerstag. Wir haben das auch mal zum Anlass genommen, das charttechnische Bild der Aktie genauer unter die Lupe zu nehmen. Cornelia Zink mit dem Chartcheck hier für die Deutsche Bank direkt nach der Zahlenvorlage.
Das 2012er Hoch bei 39,47 Euro, das ist jetzt schon gar nicht mehr weit entfernt. Dieser Widerstand, der wird allerdings nicht besonders leicht zu knacken sein, denn wenn wir in einem größeren Chartbild sehen, gehen wir mal schnell in die letzten 2 Jahre, da sehen wir, dass die Aktie sehr oft an diesem Bereich herangelaufen ist. Also es wird schon ein bisschen ein massiverer Widerstand werden. Grundsätzlich, gehen wir wieder zurück in die 12 Monate, ich habe es schon öfter erwähnt, ist der Aufwärtstrend der Deutschen Bank aber intakt. Das Chartbild also grundsätzlich positiv. Die Aktie ist nach oben gerichtet und notiert auch oberhalb sämtlicher wichtiger gleitenden Durchschnitte, also der 38-Tage-Linie, der 100-Tage-Linie und auch der 200-Tage-Linie. Das Tempo der Aufwärtsbewegung, das ist zwar nicht sonderlich rasant, angesichts der fundamentalen Ausgangslage der Deutschen Bank kann man aber eigentlich froh darüber sein, dass es überhaupt nach oben geht. Überschattet wird der Trend von einem übergeordneten Abwärtstrend. Das habe ich aber auch schon mal erwähnt, dass dieser Abwärtstrend bereits entkräftet wurde mit dem Sprung über die Marke von 34,80 Euro. Das war in der ersten Januarwoche. Ja, soweit also die Charttechnik bei der Deutschen Bank. Und wir haben auch nach der Zahlenvorlage am Donnerstag mit Konrad Becker gesprochen, Analyst bei Merck, Fink und Co. Und wir haben ihn gefragt, warum die Aktie der Deutschen Bank auf die Katastrophenzahlen nicht stark negativ reagiert hat. Ja, ich denke, die Aktionäre haben, wie ich finde, mit Recht in erster Linie gesehen, dass die Deutsche Bank ihre Kernprobleme, nämlich ihre schwache Kernkapitalquote, ihre Kosten und die ganzen Risiken, die aus den juristischen Auseinandersetzungen her drohen, dass sie diese Probleme im 4. Quartal kräftig angegangen ist und dass das zu deutlichen Fortschritten dabei geführt hat. Also man geht die Probleme kräftig an bei der Deutschen Bank, das haben wir gerade gehört. Aber wir haben bei Konrad Becker auch noch nachgefragt, ob man dann eben ausschließen könne, dass da noch was nachkommt, künftige Milliardenverluste zum Beispiel. Nein, ausschließen kann man die nicht, weil wir wissen zum Beispiel nicht, was noch gerade bei den juristischen Risiken kommen wird. Wir wissen nicht, welche regulatorischen Veränderungen für die Deutsche in Zukunft anstehen. Also ausschließen kann man sie nicht, aber vor allen Dingen bei der Kernkapitalquote, wo es ja immer die Diskussion darum gab, kommt eine Kapitalerhöhung, kommt sie nicht, ist per Ende 2012 mit 8% eine deutliche Verbesserung erreicht worden, sodass sich diese Diskussion um eine Kapitalerhöhung für zwar nicht beendet, aber für viel unrealistischer halte als vor Lage der Zahlen für 2012. Soweit Konrad Becker, also von Merck, Fink und Co. zur Lage bei der Deutschen Bank. Und wie gesagt, wir haben direkt nach der Zahlenvorlage mit Herrn Becker gesprochen. Und bei der Pressekonferenz zu den Jahreszahlen, da musste die Deutsche Bank natürlich Rede und Antwort stehen. Und unser Chefreporter in Frankfurt, Andreas Scholz, hat sich mal erkundigt bei Co-CEO Jürgen Fitschner, hat nachgefragt, wie viel denn nun mit den jüngsten Zahlen schon verarbeitet ist. Nein, wir können nicht behaupten, dass wir reinen Tisch gemacht haben. Wir haben das im 4. Quartal mit aufgenommen in unser Zahlenwerk, was zwingend notwendig war, aufgrund bestimmter Veränderungen, die stattgefunden haben. Und wir werden unseren Kurs weiterfahren. Dabei wird es auch weiterhin Maßnahmen geben, die wir ergreifen müssen, die dann sich im Zahlenwerk auch in Zukunft durchaus belastend ausdrücken lassen. Wir sollten darüber hinaus nicht vergessen, dass wir im operativen Geschäftsfeld durchaus einen stabilen Beitrag erwirtschaftet haben. Im 4. Quartal 1,0 Milliarden und für das gesamte Jahr insgesamt 6,5 Milliarden. Und das lässt uns zuversichtlich auch nach vorne schauen. Und unser Chefreporter Andreas Scholz war natürlich auch bei der Pressekonferenz vorher vor Ort. Und Andreas, eine Aussage von Jürgen Fitschen haben wir jetzt gerade im O-Ton schon gehört. Was war denn dein Eindruck vom neuen Führungsduo Jane Fitschen? Schön war es ja eigentlich nicht, was man da zu verkünden hatte. Nee, also das war nicht zum Grinsen. Das war sozusagen eher das böse Spiel. Das ist auch die neue Kultur der Deutschen Bank. Also man muss da durch. Das ist ein Prozess, der ist schmerzhaft und das war die ganz klare Botschaft. Diese Schmerzen, die werden nicht nur ein paar Monate andauern. Das wird ein Prozess sein, der geht über Jahre. Aber es war ihr erster großer Auftritt im Rahmen einer Jahrespressekonferenz, ihr zweiter im Rahmen einer Pressekonferenz. Die beiden hatten ja schon das Vergnügen im Rahmen der Präsentation der 2015-Plus-Strategie. Das war im letzten September. Aber vor einem Jahr war es noch die Joe-Show, der große Auftritt, die letzte große Bühne für Josef Ackermann. Und da waren die beiden, Andrew Jane und Jürgen Fitschen, nur Beisitzer. Jetzt standen sie im
Mittelpunkt. Mein Eindruck war, das Teamplaying hat ganz gut funktioniert. Man hat sich die Bälle zugespielt, aber wie gesagt, kein Anlass zum Grinsen. Dieser Kulturwandel, er ist schmerzhaft. Und wie häufig bei einem Führungswechsel, man will erstmal möglichst reinen Tisch machen und viele Belastungen noch in das alte Jahr packen, in die alte Amtszeit. Denn immerhin, das Jahr 2012 war ja zu einem Viertel noch das Jahr von Josef Ackermann. Man will möglichst, möglichst unbelastet nach vorne schauen. Was war denn jetzt eigentlich mit dem Ausblick für das laufende Jahr, also für 2013? Den hat man ja so ein bisschen vermisst eigentlich. Ja, zum Kulturwandel gehört auch eine Vorsichtigkeit, eine neue Vorsichtigkeit, auch eine gewisse neue Scheu. Es gibt keinen Ausblick, es gab keinen Ausblick, es gab keine Guidance für das neue Jahr 2013. Wir haben mehrmals nachgebohrt und die Aussage von Fitschen war, das Umfeld ist einfach viel zu unsicher. Da können wir keinen Ausblick geben, das wollen wir auch gar nicht machen. Wir wissen nicht, was da auf uns noch zukommt in den nächsten Monaten, in den nächsten Quartalen. Das wird auch noch viel Geld kosten. Also der Tisch ist noch nicht ganz rein. Man will ja 4 Milliarden aufwenden bis zum Jahre 2015, um dann ab dem Jahr 2015 pro Jahr etwa 4,5 Milliarden einsparen zu können. Und Fitschen sagte mir im Interview, davon haben wir erst einen Bruchteil aufgewendet. Also da wird es noch Milliardenbelastungen geben in den nächsten Quartalen und das wird dann auf den Gewinn auch drücken. Und deswegen kein Ausblick für das Jahr 2013. Ja, und wie steht es um diese mittelfristigen Ziele? Die hatte man ja im letzten September vorgestellt. Rendite nach Steuern mehr als 12%. Ich habe nachgefragt, stehen denn diese Ziele noch, Herr Fitschen? Und da sagte er, nun, das ist eine sehr, sehr sportliche Annahme. Also Zuversicht klingt anders. Er sagt zwar, die Ziele stehen weiterhin, aber es wird ein harter Weg bis dahin. Also ein harter Weg bis dahin, die Deutsche Bank immerhin, man bleibt sportlich. Danke Andreas nach Frankfurt. Bitteschön. Und das war das Thema der Woche, die Deutsche Bank. Ihnen wünsche ich jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Sie können die ganze Sendung natürlich auch nochmal anschauen unter www.df.fm. Machen Sie es gut, bis bald.